Herzlich willkommen zu Let's Play Bound by Flame Folge 46. Wir sind zuletzt bei dem kleinen Angriff stehen geblieben, den wir auf Karaltas ausführen sollen. Die Stadt zurückerobern, aber nur mit Hilfe eines kleinen Teams, mit dem wir, soweit ich es richtig verstanden habe, die Tore öffnen sollen, damit dann die Hauptarmee die Stadt stürmen kann. So. Das wollen wir dann natürlich auch durchziehen. Keine Gegner? Ungewöhnlich. Ich hätte jetzt hier schon welche erwartet. Dann töte ich die da oben. So. Jetzt hauen wir noch den hier um und dann wird das Gebiet relativ sicher sein. Ja. Wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte und ein bisschen Loot. Ein bisschen ist gut, einiges an Loot. Viele Rohstoffe für unsere Handwerkssachen. Da muss ich hier hoch, glaube ich, und dann... Oder? Hier so lang? Ne. Falsch, oder? Oh, ist falsch. Ist ein Weg, Edwin? Ich muss hier lang. Ach. Ah, nicht X. Ich spiele ja nebenbei Wolfenstein und da ist Bestätigen immer X. Deswegen komme ich da durcheinander. Gegen die Bogenschützen ist schon fast der Dritt. Besser als die Dolche. Muss ich mal beobachten. Macht denn den Verwirrungseffekt auf die Zombies? Wo ist denn eigentlich Velmer? Der scheint irgendwie verloren gegangen zu sein. Ne? Velmer, da bist du. Geh mal aus deiner Ecke raus und... Velmer, you got a minute? Yes. Let's move on. Jetzt komm mit. Da hängt die KI ein bisschen.
Naja, der wird schon nachkommen. Wenn wir zu weit weg sind, wird er, glaube ich, dann nachteleportiert. Oh, ein leichtes Opfer. Leichte Opfer sind meine Lieblingsopfer. Ne, der scheint gar nicht mehr zu kommen. Voller Sack. Ist hier wieder so ein Schwibbeschwabbe Supreme oder? Nee. Gut. Und jetzt hier so lang. Okay, jetzt kommen wir zum Haupttor. We have to head for that drawbridge. Mir ist gut, du bewegst dich ja keinen Zentimeter. Doch jetzt. Also, die Elfen brauchen unbedingt mal Innenarchitekten. Also, die Einrichtung, bis auf die zwei Fässer, ist im ganzen Haus gar nichts. Hier ist so viel nichts. Für das, dass man nur geradeaus gehen soll. Gibt's hier noch ziemlich viel an zu erkunden. Ein Schwibbelschwabbel. Weg, 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 weg. Nein. Diese verdammte Gift. Das nervt mich schon langsam. Das macht so viel Schaden. So, jetzt hole ich mir erstmal den Bogenschützen da oben. Lass mich durch. Puh. Ist denn hier noch was? Hallo? Hier? Tatsache. Handschuhe der Ehrengarde. Habe ich die nicht schon? Mal nachgucken. Schuhe der Ehrengarde. Ja, cool. Die ziehe ich mir dann an. Cool, cool. Okay. Hier ist aber noch irgendwo ein Schatz. Also der Skill hat sich schon ziemlich gelohnt. Denkt man gar nicht. Da denkt man, oh, das ist eh so ein lineares Spiel, da wie kann man die Sachen übersehen hier, die versteckt sind.
Und? Unendlichkeit, oder? Eternity? Okay, dann ich muss jetzt ein paar Sachen recyceln. Weil sonst habe ich nicht genug Platz im Inventar. Was könnte ich denn da zum Beispiel entsorgen? Also die kann ich zum Beispiel entsorgen. Dann die des Wanderers kann ich auch entsorgen. Die hier kann ich auch entsorgen. Den kann ich entsorgen. Oh, schick. 20 Schaden. Oh, meiner hat sogar 23. Okay. Jetzt nichts Besseres, aber trotzdem cool. Mal schauen, wo ich hier hinkomme. Oh, so eine Hexe. Heck. Genau das habe ich kommen sehen. Erstmal die Kleinen weg. Oh, weg, 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 weg. Edwin. Oh. Komm, Edwin. Aua. Edwin, back it up, bitte. Nein, ich wollte keine Zweierheit-Tränke nehmen. Du Spezialist, du. Aua. Die Attacke kannte ich nur noch. Ah, weg, 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 weg. Die kannte ich allerdings, aber irgendwie. Ich glaube, ich nehme da andere Waffen. Nehme ich die Dolche. Oh.
Oh, was hatten die für eine Reichweite, sag mal. Ach komm. Ach komm. Boah, die hat mir aber einige an. Na toll. Es gibt noch Bogenschütze. Die hat mir aber einige an Heiltränke gekostet. Ja, super. Vier Stück habe ich noch. Oh, neue Dolche. Das wäre eine Abkürzung gewesen, oder? Genau. Hier habe ich noch irgendwo ein Geräusch gehört. Das war mehr so in der Richtung hier. In die Richtung, nicht der. Super. Und jetzt. Hip. Okay, dann schaue ich mir hier jetzt noch die Waffen an, die ich gefunden habe. Also Eternity habe ich ja schon gesehen. Was waren das für Dolche? Minus 5 Schaden, dafür bessere Chance beim Unterbrechen und plus 20 physischer Schaden, wenn ich schleiche. Tue ich aber kaum, von daher nicht so interessant. Ich speichere mal. Und ich würde auch sagen, hier ist auch wieder die Folge zu Ende, weil ich glaube, ich renne jetzt eh schon wieder eine Weile rum. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.